ist ja die Terrasse von Max, die kennt ihr ja schon. Habe ich euch ja schon mal gezeigt. Dieses Teil hier hat der Max zum Geburtstag bekommen. Von der Mama und vom Papa. Bella, du willst rein zu Max. Hm? Hat er die Jalousie zugemacht? Tada! Und es ist nicht mal gesponsert von Obi. Bella, wir machen irgendwas falsch in unserem Blogger-Dasein. Noch ganz schön viel aufräumen, ne Max? Mhm, der steht da hinten. Da kann ich jetzt aber nicht hinfilmen, weil es da aussieht wie die Sau. Hallo, hallo meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit in diesem Video. Bitte wundert euch nicht. Wir haben hier einiges abgeklebt. So sieht es jetzt aus. Da hinten ist auch noch was abgeklebt. Wir haben nämlich die Maler im Haus. Ja, wir sind am Renovieren. Falls euch das interessiert, lasst mich das gerne wissen. Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ich euch dazu ein Video machen soll. Und ich würde euch das einfach so ein bisschen zusammenschneiden, was hier so passiert, wie es jetzt dann im Endeffekt aussieht. Und ja, müsste ich nur mal wissen, ob euch das interessiert. Wie gesagt, schreibt es gerne. So Maler im Haus zu haben, ist für mich ziemlich anstrengend, ich bin ehrlich. Es bedeutet natürlich viel Chaos, viel Sauerei und die ganze Zeit diese Menschen um mich rum. Es ist echt ein bisschen anstrengend, aber es ist natürlich, also eine absehbare Zeit, sagen wir es mal so, und das werde ich schon schaffen. Alles gut, voll übertrieben, ne? Aber wenn man es nicht gewohnt ist, dann ist es ein bisschen nervig und die haben hier wirklich einiges zu tun, aber gut, es ist bald geschafft. Ansonsten wird der Max heute seinen Mähroboter auspacken. Bin ich mal gespannt, was der so kann. Und er möchte seine Lounge weiterbauen, also mit diesen Europaletten. Da schauen wir auch mal, was er da macht. Unten in der Garage, die komplett voll steht, habe ich euch schon auf Insta erzählt. Unsere Garage ist echt, ja, nicht so vorzeigemäßig. War das gerade Deutsch? Egal. Jedenfalls, hier hat sich auch schon einiges getan. Unglaublich. Obwohl erst ein paar Tage vergangen sind, haben wir schon was entdeckt. Zeige ich euch auch noch im Laufe des Videos. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich weiß nicht, was noch so passiert. Aber wisst ihr was? Jetzt beenden wir erstmal das Intro. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Max, was machst du? Packst du mein Geschenk aus oder ja. Dein Geschenk? Unser Geschenk. Unser Geschenk, das die Mama bezahlt hat. Ja. Tada! Und es ist nicht mal gesponsert von Obi. Und auch nicht von, wo hast du es gekauft? Bauhaus, oder? Bauhaus, ja. Bauhaus. Ist nicht gesponsert, Leute. Tja, was soll ich sagen? Wir machen irgendwas falsch. Ne, Bella? Bella, wir machen irgendwas falsch in unserem Blogger-Dasein. Bella? Der ist ganz schön groß. Ich habe mir den Kleiner vorgestellt. Echt jetzt? Oh ja, das ist ganz schön. Boah. Hä, der ist ja riesig. Vielleicht hätten wir doch lieber den von Gardena nehmen sollen, Max. Nee? Nee. Also der Max macht das jetzt. Au. Und der nimmt euch mit. Und dann sagt er euch, ob er den nochmal kaufen würde. Mhm. Was ist? Nix. Der Max ist voll amused. Okay, aber Leute, ganz ehrlich, den hat er sich ausgesucht. Ne? Also ich habe damit nichts zu tun. Ich hab ihn. Du hast ihn. Yay. Wo ist eigentlich der Lassie? Bella? Ja, ja, Bella? Ja, ja, liegst du da im Schatten rum? Hm? Wie siehst denn du aus? Da hat er sich auch so ein Ding neu gemacht. Wir konnten jetzt die ganze Zeit nicht mähen, weil der Max nochmal sowas, keine Ahnung, was drauf hat, was weiß ich. Ja, hallo! Wie wollen wir den nennen, Max? Ja, der heißt Clank. Blank? Clank. Clank? Ja. Wieso Clank, Max? Weil der Staubsaugroboter Ratchet heißt. Ich hol mal die Augen. Ich habe so Augen, die können wir draufkleben. Guck mal, Max. Sollen wir die draufkleben? Nein. Guck mal, die hier, die passen. Mit dem Orange. Du hast ja keine Ahnung. Ich klebe die drauf. Die hier. Und die beiden, die nehmen wir für Bobby. Für unser Staubsaugroboter. Lass uns das so machen. Ich mach das jetzt. Ich brauche einen Hammer. Was brauchst du, einen Hammer? Mhm. Weil du den zusammenhauen willst, oder was? Schau mal, wie cool. Lass, ey, aber die sind jetzt falsch. Ah, doch, so. Ha. Pass auf, Leute. Da sind sie, die Augen. Tada. Ey, wir halten das mal zu, weil das ist ja voll die Werbung.
Ich finde den cool. Schau mal, der sieht ganz anders aus. Was musst du jetzt machen, Max? Ein Draht verlegen. Okay. Schau mal, da hinten haben wir so einen tollen Rasenmäher. Den wollte er unbedingt haben letztes Jahr. Ich wollte mit Benzin. Ja. Also, ich habe gesagt, kauft mal einen Rasenmäher. Ja, und dann haben wir dir den gekauft. Na gut, nicht schlimm. Na, Bella. Ey, mal schauen, wie die Bella auf das Ding reagiert. Bella, das ist dein neuer Freund. Soll ich dir helfen? Ich hab's. Okay, weil ich habe echt keine Lust. Ich gehe wieder rein. Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. So, jetzt mache ich noch die Pakete von der Verlosung fertig, damit ich es zur Post bringen kann. Zwei Gewinnerinnen hatte ich ja. Und ich packe das dann immer so schön in Seidenpapier ein, lege noch eine Karte dazu, habe hier noch ein bisschen was und auch noch Aufkleber. Die habe ich hier, genau. Und ich verwende auch immer oder meistens solche Briefumschläge hier. Die werden mir ja auch manchmal zugeschickt. Und hier klebe ich dann gerade die Adresse drauf. Also die steht jetzt schon auf der Rückseite. Das schneide ich noch ein bisschen kleiner. Mache hier natürlich meine Adresse weg. Finde die nämlich total schön. Super praktisch hier mit diesen Luftpolstern. Und ich finde es ein bisschen zu schade, das wegzuschmeißen. Da denken wir auch ein bisschen an die Umwelt mit. Und ja, das mache ich jetzt fertig. Und dann bringe ich es zur Post. Die finde ich auch süß. Die waren übrigens in einem Luftballon. Hm, voll schön. Und da ist Max sein nächstes Projekt. Was ist das, Kleber, Max? Ja. Okay. Da ist Schaumstoff. Hat er sich im Internet bestellt? Der Max, ey. Der hat keine Ruhe, der Max, ne? Herr Max? Nö. Nö. Sag mal nicht. Genau. Und dann hat er sich das noch bestellt. Musstest du dir das zurechtschneiden oder war das schon so geschnitten? Ein Haufen Arbeit. Und das tackert er sich jetzt mit dem Teil da hinten quasi fest. Na, Max? Ja. Und die Sauerei machst du dann auch weg, gell? Nö. Nö. Soll ich wegmachen dann, oder was? Nee, ich habe ja schon gearbeitet dann. Ja. Ja. Aber das ist ja deine Lounge, nicht meine. Verstehe ich nicht. Ja. Ich erkläre dir es dann nochmal, wenn du es gerade nicht verstehst, Max. Die Sitze hat er übrigens immer noch nicht in den Bus wieder rein, ne? In unser Auto. Seht ihr das? Schau doch mal, schimpfte mal alle mit Max. Also ich gehe jetzt zur Post und bringe die Sachen vom Gewinnspiel weg. Und der Max, der schafft hier weiter. Ich würde ja gern so hoch schwenken, aber dann seht ihr das Chaos in unserer Garage. Warte mal, bleib so. Da ist nur der Kühlschrank im Hintergrund. Ach, ihr müsst übrigens die Luft anhalten, hat der Max gesagt, wenn ihr diesen Kleber dahin sprüht. Na, Max? Ist halt giftig. Ist giftig, ja, dann am besten Luft anhalten, ne? Wir fahren jetzt schnell zur Post. Hier sind die Pakete vom Gewinnspiel. Und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Der Lassie ist auch mit am Start. Und es ist so heiß heute. Yay! Jeder, der sich über das Wetter beschwert, ne, den erinnere ich an den Winter. Wie schrecklich der war. Also, lasst uns die Sonne genießen. Yay, ich freue mich. Ich bin halt Sommerkind. So, ein kurzer Zwischenstand. So sieht es jetzt aus. Und der Max hat noch viel Arbeit, würde ich sagen. Er muss noch ganz schön viel aufräumen, ne, Max? Mhm. Ja, aber hat er gut gemacht, oder? Was meint ihr? Den Tisch hat er jetzt gerade noch fertig gemacht. Der sieht so aus. Hier habe ich eigentlich gedacht, ist das wie so eine Armlehne, dass da noch Schaumstoff drauf kommt. Aber der Max hat gesagt, das lässt er so, weil er dann hier so Sachen reinstellen kann. So wie hier hinten zum Beispiel auch so eine Ablagefläche ist, wenn das jetzt zum Beispiel eine Cola wäre. Ne? Die Heizung da hinten, die kommt natürlich noch weg. Das muss der Max alles noch aufräumen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was unser Mähroboter macht. Und da ist er, unser neuer Freund. Der Mähroboter. Ja. Das sah hier ganz schlimm aus. Hat der Max sich alles irgendwie umgegraben und gemacht und getan. Dann hat er eben Rasen gesät. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Ja, so sieht das jetzt aus. Und unser Garten, der ist richtig, richtig schön. Alles dank dem Max. Na, Bella. Hat der Max gut gemacht, oder, Bella? Da hinten ist halt jetzt noch Chaos. Das muss er noch wegmachen. Aber das macht er ja noch. Ja, und jetzt gehen wir mal hoch wieder, ne, Bella? Na komm, nimm deinen Ball mit. Genau, nimm deinen Ball mit. Komm, ja. Ich muss euch das jetzt nochmal von hier zeigen. Schaut euch mal diese wunderschönen Rosen an.
Das ist also jetzt die andere Seite. Ne? Also wir sind gerade von da drüben gekommen. Schaut mal, wie schön das aussieht. Es geht bis hoch. Ich zeige euch mal die andere Seite. Moment, da sind noch mehr. Sieht richtig schön aus. Also es ist natürlich noch viel Arbeit, das ist klar. Hat man immer im Garten. Aber das hat der Max wirklich richtig schön gemacht. Ganz toll. Ja, Bella. Hm? Die sind so schön, die Rosen. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das wollte ich noch zum Gärtner bringen, weil ich mir den Topf bepflanzen lassen möchte. Ja, und den Buchsbaumzünsler haben wir immer noch. Den bekommen wir auch nicht los. Ne, Bella? Da bin ich wieder. Ich stelle euch mal ganz kurz hier ab. Dann kann ich noch eine Runde mit euch quatschen. Die Bella liegt nämlich hier unten. Dann kann ich sie noch ein bisschen betütteln. Und zwar wollte ich euch erzählen, dass ich mich heute kaum geschminkt habe, weil es einfach so heiß ist und bei solchen Temperaturen, ja, das so irgendwie unnötig ist. Jedenfalls habe ich nur meine Augenbrauen nachgezogen, wie immer. Das mache ich aber wirklich jeden Tag. Und zwar habe ich hier ein neues Lieblingsprodukt. Das nennt sich Carbrow. Das ist von Benefit und das ist so eine Art Pomade. Ich dachte erst, dass mir das Ganze zu hell ist, aber die Farbe ist wirklich perfekt. Ihr habt hier hinten noch so einen kleinen Pinsel. Den habe ich nur einmal verwendet zum Testen. Ich verwende jetzt immer meinen abgeschreckten von Sigma oder von Luvia. Hatte ich euch auch in meinem Benefit-Video erzählt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne mal unten in die Infobox. Da verlinke ich euch das Video. Da hatte ich das Produkt hier mit euch gemeinsam das allererste Mal getestet. Eine First Impression gab es da und seitdem verwende ich das wirklich jeden Tag. Also richtig cool. Dann habe ich mir heute aufgetragen einen meiner liebsten Lippenstifte und das seht ihr daran, dass die Farbe so richtig abgekrabbelt ist. Ich kann euch nicht mehr sagen, welche Farbe genau das ist. 997 oder 466. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls sieht er so aus und der ist von L'Oreal. Falls ihr mal beim DM seid, schaut mal nach und riecht dran. Die riechen wirklich göttlich. Und allein das Packaging, ich meine, wenn man sowas auf dem Schminktisch stehen hat, wie schön sieht das bitte aus. Richtig edel. Den verwende ich wirklich auch ständig. Deshalb habe ich ihn immer mit in der Handtasche dabei. Und dann trage ich mir gerne noch diesen Lipgloss hier auf von Astor 001 Sweet Doll. Also über diesem Lippenstift, gerade hier in die Mitte. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch Astor in der Drogerie? Also bei uns ist es komplett verschwunden. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und ja, das ist so meine liebste Kombi. Ansonsten fragt ihr mich immer und immer wieder auf Instagram, welchen Nagellack ich denn verwende. Also ich muss sagen, dass ich im Moment total auf Nude-Töne stehe und seit Monaten wirklich nur noch einen Nagellack verwende. Und zwar ist der von Essie. Der nennt sich Sheer Lack. So sieht er aus und es ist eben ein ganz, ganz schlichter Nagellack. Allerdings müsste ich mal wieder meine Nägel lackieren. Ich komme auch nicht näher. Die sehen nämlich echt schlimm aus. Durch die Renovierungsarbeiten, ich denke, das ist klar, ne? Man packt mit an, man muss viel putzen und dann leiden halt die Fingernägel. Aber das muss ich auch mal wieder in Angriff nehmen. Das geht ja bei mir immer so zack, 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 ganz schnell. Da mache ich gar nicht lang rum. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen, weil ihr mich immer danach fragt. Ansonsten habe ich ein wunderschönes Paketchen bekommen. Der Postbote hat mich überrascht, aber es war nicht vom Postboten, sondern von Benefit. Und ich bin hier wirklich im Kreis gesprungen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe. Ich habe es euch dann auf Instagram auch gezeigt. Ich denke, ihr freut euch mit Sicherheit mit mir mit, denn es waren Produkte enthalten, die ich wirklich abgöttisch liebe, die ich mir schon immer selbst gekauft habe und auch nachgekauft habe. Habe ich euch auch gezeigt. Mein Rockateur hat richtig heftiges Hit the Pan. Davon war einer drinnen. Dann hatte ich einen neuen Porefessional enthalten. Und ich habe euch schon unzählige Male vom Porefessional erzählt. Es ist ein Porenverfeinerer, den ich mir vor Jahren schon gekauft habe bei Douglas und auch nachgekauft habe und mir jetzt zum Geburtstag wieder kaufen wollte. Ich habe ja am Sonntag Geburtstag. Ich habe ganz, ganz viele andere Porenverfeinerer jetzt in der Zwischenzeit getestet. Natürlich als Bloggerin, ganz klar, denn normalerweise bleibt man ja bei dem Produkt, mit dem man super zufrieden ist. Aber ich habe eben auch andere getestet, unter anderem von Trend It Up, von L'Oreal, von NYX. Der war auch wirklich NYX. Den habe ich bei
DM, glaube ich, gekauft für 10 Euro. Also der war echt nichts, der ist so transparent. Kann ich euch dann auch mal im Aufgebraucht-Video zeigen. Jedenfalls war ich super glücklich über dieses Paketchen und ihr freut euch mit Sicherheit mit mir mit. Ich kenne euch, ihr seid ja die beste Community ever und ich habe dann auch noch eine Überraschung für euch. Ihr wisst, ich teile wahnsinnig gerne mit euch und ja, bleibt da auf jeden Fall immer mal wieder mit dabei und lasst euch überraschen. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch erzählen und eben meine Freude mit euch teilen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob der Max fertig ist unten. Wir können gleich mal gemeinsam schauen. Denn ich würde sagen, so langsam beenden wir dieses Video. Es war wieder ein bisschen bunt gemischt. Wir waren im Garten, der Max hat was zusammengebaut und ich habe ein bisschen Beauty mit reingebracht. Heute gab es mal nichts aus meiner Küche, was ja ziemlich außergewöhnlich ist eigentlich für mich, weil ich ja so gern koche und euch dazu immer mitnehme. Aber heute mal nicht. Dafür dann vielleicht wieder am Sonntag. Mal schauen, ich denke schon. Und da werde ich euch auch ein paar Geburtstagseindrücke noch mit reinflechten, denn wir hatten ja zwei Geburtstage, der Max und der Gianluca hatten Geburtstag. Und es war ziemlich turbulent, mein Papa war ja da und deshalb konnte ich dann keinen Vlog draus machen, aber das werdet ihr dann besser verstehen. Jetzt gehen wir einfach mal gemeinsam runter zu Max und schauen mal, was der noch so macht. Und schaut, da war die Bella gelegen. Ist schon anstrengend als Hund, ne? Also, wir gehen mal zu Max. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Schaut mal, in 4 Tagen, was da passiert ist. Also vom Dill sieht man noch gar nichts, aber die Kresse wächst schon fleißig und ich denke, ich habe zu viel Erde rein, aber Übung macht den Meister. Hatte ich euch ja erzählt, ne? Jetzt gehen wir mal zum Max runter. So, da ist er, der Max. Seine Kumpels sind auch da, die sitzen da drüben, die verstecken sich. Der Max ist natürlich noch nicht fertig, deshalb würde ich sagen, zeige ich euch das in einem anderen Vlog. Ne, Max? Ja. Es wird noch eine Weile dauern. Die quatschen hier noch ein bisschen und deshalb beende ich jetzt mal an dieser Stelle dieses Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das Gedudel geht mir gerade auf die Nerven, Max. Was ist das? Ist hier. Okay. Jedenfalls könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren, das wisst ihr. Könnt ihr hier unten machen und hier seht ihr meine beiden letzten Videos. Und der Max, der kann sich jetzt auch noch verabschieden, ne, Max? Also. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.